Ja, nee, komm, geh weg. Ey. Ey. Die greifen mich an, wieso denn das? Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Let's Play Create and Above and Beyond. Noch ein bisschen heiser, aber ich arbeite dran. Mit viel Wasser, mit Tier und Honig und allem drum und dran. Aber viel wichtiger ist, ich habe jetzt hinten eine kleine Automatisierung, mit denen ich Erzbrocken direkt verarbeiten kann, in die Schmelze hauen kann. Und dann werden die dort verarbeitet und werden dann auch automatisch gegossen und entsprechend landen sie dann in der Kiste. Und fertig. Und damit kann ich mich jetzt aufmachen und vielleicht mal ein bisschen was farmen gehen auch, dass ich ein paar Ressourcen kriege. Denn, naja, meine Ressourcen sind gerade halt noch ein bisschen mangelhaft, würde ich sagen. Ich pack mal gerade die ganzen Sachen weg, die ich nicht brauche. Und dann sollte ich vielleicht langsam anfangen, mir über ein kleines Lagersystem mir Gedanken machen. Denn, naja, das, was ich hier habe, ist halt eben nicht so pralle. Das ist eher, naja, eher scheiße so. Also eher ganz kacke. Was ist gerade das Eisen, was ich gerade... Ich hatte gerade noch Eisen da. Hä? Bin ich gerade bescheuert? Ich hatte doch eben gerade noch... Ach, da. Gesagt, ich habe doch Eisen extra, Eisen da gehabt für unsere Eisenpicke. Und damit gehen wir jetzt mal runter in unsere Höhle und werden heute mal ein bisschen was farmen gehen. Ein bisschen kleinen Tüdelkram machen. Ganz runter und dann mal ein paar neue Minenschächte aufmachen. Ich bräuchte ein paar mehr Fackeln, stellt sich gerade fest. Also nochmal ganz kurz hoch und Fackeln holen. Und was zu essen wäre eventuell auch nicht unbedingt so schlecht. Dann los. Ich hätte ein paar Karotten da, die ich noch braten. Nee, kann man nicht braten, ne? Da war da was. Ja, die ließen sich nicht braten. Die können wir direkt so fressen. Da haben wir ein paar Fackeln. Und ich brauche noch mehr Kohle, noch mehr Stick. Kohle und da Sticks. Okay. Jetzt mal ganz kurz die Taschen voll mit Fackeln. Und fertig. So, dann los. Die in die Offhand und die aufs Lager. Und damit jetzt runter in die Höhle und ein bisschen was gefarmt. Nebenbei ein paar Karotten essen, weil es schön ist. Und dann hoffentlich mit ordentlich dick Ressourcen zurückkommen. Also wir machen nochmal ein paar neue Mietschichten auf hier. Ich werde vermutlich nur anfangen, das meinen. Und dann irgendwann dann aufs Quader machen. Dann würde ich sagen, nutzen wir mal hier die Chance und gehen mal... Wir gehen drei weiter, ne? Ja, lass uns ruhig drei weitergehen. Und machen jetzt so alle drei Blöcke in den Minenschacht auf. Ganz schön viel Gravel hier gerade. Wo kommt der alles her? Hätte ich früher gebrauchen können für meine Schmelze. Jetzt ist egal, jetzt brauche ich nicht mehr. Na toll. Ah, wunderbar. Da sind wir wieder. Und dann geht's los. So, wir wollen auf jeden Fall einen Haufen Zeug haben. Ich mache mal gerade F7 an für Licht. Ach, ist das gar nicht drauf? Scheiße. Okay. Dann nehme ich mal Daumen. Oh, wir kriegen eine Seed. Auch gut. Ich höre wieder Geblubber von Lava, ganz klar. Hier haben wir jetzt Kohle, aber ich hab eigentlich genug Kohlen aktuell. Ich will ja eigentlich Eisen haben, hauptsächlich. Plus anderes Zeug. Ich werde vermutlich die Kohle sowieso noch rauspolken, dann bei Gelegenheit. Aber erstmal geht es darum, Eisen zu finden. Oder anderes gutes Zeug. Diamanten nehme ich auch gerne. Bessere Tools und so weiter. Gut, Appetit ist jetzt nicht unbedingt das, was ich haben wollte, aber okay. Ähnliche Werbung, aber hier haben wir doch, guck mal. Eisen, sehr gut, dann los. Dann ist gut, wir können das Eisen jetzt ja verarbeiten. 1:1, das heißt, ein Brocken Erz macht auch direkt einmal ein Ingot. Was immer noch sehr wenig ist, weil ich kriege jetzt gerade pro Block quasi ein... Ja, pro Block kriege ich ein Eisen-Ingot. Das ist eigentlich Standard-Vanilla, aber nicht, was ich will.
Ich will mehr. Ich will ja logischerweise mehr haben. Ich will mehr vom Leben. Dementsprechend hoffe ich mal, dass wir da noch bald mehr rauskriegen. Oder wir müssen halt eben dann eine Picke mit Glück verzaubern und hoffen, dass wir dann entsprechend mehr Erzbrocken rauskriegen. So wie es ja auch vorgesehen ist eigentlich. So, ups. Da ist die erste Picke kaputt, aber ich habe noch eine am Start. Das war sie nicht. So. Was haben wir da? Niter, okay. Nein, das ist auch gut für Fertilizer, also zum Beispiel. Und eigentlich auch für Sprengpulver, wenn man das herstellen lassen möchte. So. Da war jetzt der Lavasee und da war ich schon mal am Farmen gewesen, okay. Das heißt, hier ist mal nichts weiter. Dann können wir jetzt hier drei zurück und dann wieder zurück und dann auf die nächste Bahn losgehen. Dann los. Auf in die nächste. Hier machen wir so ruhig drei hoch und dann 1, 2, 3 und bei der vierten gehen wir dann durch. Nochmal Appetit. Dankeschön, aber will ich nicht. Stinkt nur. Nächster Minenschacht. So, wir werden jetzt mal nur ganz kurz jetzt die letzten Eisenpicken aufbrauchen. Danach ist halt eben Steinpicken aufbrauchen. Danach sind Eisenpicken und starten. Fertig. Hä? Schon wieder Gravel. Hm. Oretz? Nee, Cinnabar. Okay. Können wir mal mitnehmen, oder? Oh, Lava. Scheiße. Okay, ungünstig. Direkt Lava vor. Okay. Gehen wir direkt weiter. Gehen wir direkt weiter. Das sind damals so ein Lavasee wieder. Das bringt uns nichts. Da ist nochmal ein Niter. Das Stella Arcana, was ich noch nicht abbauen kann. Und hier kommt der nächste Minenschacht. So. Was gibt es denn hier für ein 500 Euro? Oh, Diamanten direkt. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr gut. Zack, zack. Jawohl. So will ich das sehen. So will ich das sehen. Noch irgendwo mehr Blöcke verteilt? Vermutlich nicht, oder? Natürlich wieder Gravel. Hier ist wieder Basalt. Wir sind gleich in der Nähe von einem Lavasee wieder. Da ist er wieder. Okay, und hier haben wir jetzt das Ende des Lavasees erreicht. Haben wir da eine kleine Höhle vielleicht, die wir da ausmachen könnten? Zeig doch mal her. Scheint aber ein recht flacher See zu sein. Eine recht kleine Höhle. Ja, da ist nichts weiter dabei. Okay. Das Ding war ein Reinfall. Wir haben jetzt Lava ohne Ende, so ist nicht. Was wir machen werden, wir gehen in die andere Richtung, oder? Wir können ja mal in die andere Richtung gehen. Hier müssen wir einmal dann rum um die Leiter, logischerweise. So, dann los. Was haben wir denn in der Richtung? Okay, jetzt verbrauchen wir unsere Eisenpicken.
Dann geht es ein bisschen schneller auch. Was haben wir da? Nickel. Okay, cool, 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 cool. Haben wir den Hammer hier? Wir hätten die Tinkersachen, ne? Wir könnten eventuell mal damit mit Hämmern arbeiten. Und für so ein Eisenhammer brauche ich jetzt ein bisschen mehr Eisen. Was haben wir denn für Auswahl? Nahutel. Der Wooden Sledgehammer. Aber ich glaube, für den Hammer brauchen wir doch auch den Dings, oder? Die Tinkerstation. Die Forge, ne? Nee. Partbilder. Casting. Okay, welche Tische von Tinkers gibt es denn hier? Tinker Stations. Die waren meistens immer weit hinten. Da sind die Casts. Da ist es das. Da ist das. Die Teile. Die Dinger. So. Keine Crafting Table hier. Item Frames. Hier. Tinkers Anvil. Crafting Station. Tinker Station. Part Builder. Huh? Wo ich ernsthaft den Tinkers Anvil oder was? Zink, Lumium, Enderium, Stahl, Brass, Bronze. Ich denke, ich brauche die Tinkers Forge, ne? Den Tinkers Anvil. Block of Brass, das ist... Brass war... Mixing. Okay. Kupfer und Zink, ja. 4 und 4 macht 8. Macht Blatt bei 4. Elektrum, Inver, Konstantan ist klar. Slime Steel, Bronze. Tinkers Bronze. Und Tinkers Bronze wird gegossen aus Bronze. Das ist 3-1. Oh! Molten Glas. Okay, ist aber dann trotzdem nur ein. Okay. Also Kupfer wäre hier eventuell die Option. Ein Tinkers Anvil aus Tinkers Bronze. Tinkers Station. Heißt, hier kann ich jetzt dann Sachen modifizieren auch. Okay, dann sollte ich vielleicht dann auf den Tinkers Anvil erstmal gehen als nächstes. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall... Kupfer. Und zwar brauche ich 3 Blöcke Kupfer. Das heißt 27, ne? 27 Kupfer brauche ich. Und Kupfererz selbst ist, glaube ich, okay, was haben wir noch so aus? Warte mal, gucken wir mal, was sonst noch da ist. Manjulun, Pig Iron, Rose Gold. Rose Gold war... Gold und Kupfer? Nein, danke. Muss auch gemischt werden. Das erläutern hier einfach so. Stahl. Stahl wird geschmolzen. Stahldust. Okay, ich denke, wir haben hier ein Problem mit dem Stahl. Da kommen wir so schon noch nicht ran. Queen Slime, Pig Iron, Slime Steel. Ich denke, die Tinkers Bronze ist, glaube ich, gerade die aktuellste Option, ne? Inver. Gut, Inver wäre eventuell noch eine Option. Das ist dann Eisen und Nickel, weil Nickel habe ich ja da auch. Spare ich ein bisschen Eisen. Normale Bronze, okay. Gibt es auch noch. Schmelzen, Bronze Blend. Okay, ich kann es nur schmelzen. Ich kann es nicht
Aloin. Okay. Ja, Nether, genau, wir machen Netherite. Genau, wir machen einen aus Netherite. Hä? Es gibt zweimal Starblöcke? Oh, von okay. Von Lip Vulpes nochmal ein extra. Nee, ich denke, dann sollten wir auf jeden Fall Schleimstar, Eisen, Sky Slime und Seeds. Oh. Ich meine, das würde auch gehen, ne? Slime Balls habe ich da. Gerade Sky Slime habe ich ja da. Seed Bricks habe ich auch da. Dann kann ich die Menge an Eisen verdoppeln. Ja, okay, wir machen so. Dann komme ich mit der Hälfte Eisen aus. Muss jetzt nur mehr Eisen finden dafür. Das heißt, ich brauche 13 Eisen. Ja, wir kriegen. Nee, 14. Dann kriegen wir 28 Blöcke raus. 28 Ingots raus. Und diese 28 Blöcke können wir dann verwenden für. 28 Ingots können wir verwenden für 3 Blöcke. Dann können wir uns mal Hämmer herstellen. Mit dem lässt sich das Minern ein bisschen vereinfachen, oder? Okay, dann würde ich sagen, gehe jetzt mal eine Runde Minern, sammle mir das Eisen zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich den Sky Slime-Stil gelöst mache. Den Himmelsschleim. Bis gleich. So, da bin ich schon wieder und ich habe die Picken kaputt gemacht, einmal komplett zerstört und habe jetzt rausgeholt nochmal 16 Eisenerz. Die haben wir direkt hier rein und lassen die einmal durchquaschern und entsprechend dann zu. Beziehungsweise wir schalten den mal aus, ne? Genau, wir lassen den mal dann da durch und dann die Jungs da rein. Es waren nur 14, hatten wir gesagt. So, dann quaschelt er jetzt 14, werden daraus 14 Ingots. Dazu brauchen wir jetzt die Slime-Bälle. Das heißt 7, ne? Oder auch 14, warte mal, muss ich ganz kurz gucken. Slime. Schleim, 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 Schleim. Das ist ein Ingot, ein Dings. Okay, also 14 Ingots, 14 Dings. Jawohl, okay, nochmal achten wir. Also 14 Schleimbälle sowie 14 Seared Bricks. Okay, das mit den Seared Bricks wird gerade ein bisschen schwierig. Hab ich nichts gemacht. Scheiße. So. Also 14 Schleimbälle. Ich habe 9 Seared Bricks hier. Nur irgendwo mehr? Habe ich nicht. Habe ich nicht. Okay. Diese Bricks hier sind wie viel wert? Ich glaube 2, ne? Oder 4? Das heißt 4, ne? Ja. Das heißt, wir haben hier 4. Wir haben 13. Scheiße. Ein bisschen Kraut rumzulegen irgendwo? Nee, ne? Nee. Grout kriegen wir. Ich profitiere für Sand wahrscheinlich, ne? Grout wird geschmolzen zu 2, glaube ich, ne? Genau. Brauche ich einmal Gravel, davon habe ich mehr als genug inzwischen. Brauche ich Clay, habe ich hier. Und brauche ich 2. 2 jeweils. Und dann zweimal Sand noch, den ich wiederum nicht da habe. Muss ich kurz vom Strand holen gehen. So. Frisch am Morgen. Dann zweimal Sand geholt schnell. Fällt nicht auf. Das fällt überhaupt nicht auf. Das fällt überhaupt nicht auf. Ich meine, ich könnte doch einfach den Sand durch den Gravel durch das Ding mitjagen, ne? Das müsste ja auch gehen. Warte mal. Sand. Achso, nur eins. Das wäre. Ah nee, Sandstone wäre das. Das wäre bei Sandstein. Okay, dann. Grout gemacht. Den plus den plus den. So, haben wir also 4 hier. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay. 14 Schleimbälle und 14 davon. Und daraus müsste jetzt das Sky Slime werden. Genau. 14 Ingots da, jawohl. Da ist das Sky Slime.
Und da wird der Slime-Stahl gemacht. Ich will da ganz kurz was gucken, während sich es verbindet. Nämlich möchte ich gerne testen. Back, falsch. Keine Picke mehr da. Okay, ich mache nochmal eine Steinpicke. Schade. Wollte ich eigentlich nie machen, aber ich habe jetzt gerade nichts anderes da. Aha. Ich könnte eine Dierpicke machen, aber das ist irgendwie doof. Holz. Dann los. Dann so, so und eine Picke machen. So. Dürfte gerade richtig gut hier. Ich wollte mich noch ganz schnell gucken, ob nicht eventuell den Baum, wenn ich jetzt den Baum abfälle, der da ist, der ist ja fertig. Der Baum steht ja schon da. Wenn ich den jetzt ansäge, sägt der alles weg oder nur ein bisschen? Los. Hä? Das ist der falsche, ne? Das ist der Stone Cutter. Ich bin ja auch ein Depp. Ich bin ja auch ein Depp. Ich brauche den hier. Die mechanische Säge. So. Babs. Dagegen ballern. Mit Shift dieses Mal. Säge. Quenk dran und los geht's. Jetzt die Frage, haut der nun den einen Stamm weg oder alles? Hä? Okay. Sollte nicht normalerweise den ganzen Baum fällen, normalerweise? Oder ist es jetzt zu viel Holz? Darauf nicht klarkommt. Okay, scheiße. Na gut. Anyway, war nur ein Versuch. Wir wollen jetzt den Sky Slime haben in dicken Blöcken. Bap, bap. Und wo ist das letzte Fosse? Da noch. Zack. So, babs. Daraus machen wir dann jetzt die Tinkers Forge. Und können dann da hoffentlich anfangen, die ersten Tinker-Sachen. Das sieht ja schick aus. Ui. Gefällt mir. Jawohl. Jawohl. So, dann... Fuck. Was brauche ich noch? Richtig, ich brauche noch mal Zeug. Noch mehr Seared Bricks. Das hatte ich vergessen. Scheiße. Okay, Moment. Dann doch noch mal. Nummer 4 Sand. Das müsste ja reichen, ne? 4 Sand. 4 Dings. Macht dann 8 Grout. Macht 16. Ja, müsste reichen für 4 Blöcke. Quack, quack. Bam, 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 badam. Hätte nicht erwartet, dass mir der Grout jetzt tatsächlich ausgeht. Das hier Zeug, aber so ist es halt. So, 4 davon und dann einen kompletten Block Schleim. Dann los. Den dort. Das so. Und so. Zack. Da rein. Oh. Ach genau, da war ja schon, da blieb mir was über. Richtig, da war ja was. Stimmt. So. Dann los. Bap. Das war ja 27, wir brauchten ja 27, wir haben 28, genau. So. Die Lava ist alle? Nee. Sah nur so aus. Ah. Dann los. Den. Das ist der letzte, ne? Luft. Es ist Luft drinne. Okay. Dann daraus die Seared Bricks. Jawohl. Und jetzt können wir daraus die Schmelze machen.
die Tinkers Schmelze den Tinkers Anvil. Babs. So. Okay, Advanced Toolmaking. Und da können wir jetzt dann den Hammer herstellen. Alles klar, ich sehe schon. Das ist tatsächlich gleich wie vorher auch. Also, dann jetzt kommen wir mal los. Den Hammer. Was haben wir zur Auswahl? Ich bräuchte euch mal das Buch Materials and You, oder? Gibt es noch von Tinkers? Materials gibt es noch. Jawohl. Habe ich noch ein Buch da? Ich glaube nicht, ne? Hab ich, glaube ich, nicht. Recording. No, I'm not waiting for 1.20. I'm recording right now. Yeah. When you finish. Yes. Yeah, because it's gonna be so cool. Possibly, I don't know. Pink wood. Pink wood. Okay, cool. Yeah. Can we talk about that later, please? Thank you. So, ich brauche ein Buch. Ich habe Papier da. Kriege ich Bücher auch über Tinkers hergestellt? Kriege ich auch. Perfekt. Dann Holzpatterns. Das ist ganz normal Planken und Sticks. Okay. Dann los. Zwei Pattern. Vermutlich ist falsch rum, oder? Okay, geht trotzdem. Dann den. Drei Dings und ein Schleimball haben wir ein Buch. Und das machen wir jetzt mit dem zusammen zu einem Materials and You. So. Hi. Was haben wir denn da als Aufgaben gerade? T1 Materials. Was ist T1? Es gibt mehrere Tiers. Further reading. Oh, okay. Es gibt noch später noch. Okay. Das sind so die ersten Materialien. Stein, Flint, Knochen, Nekrotikbone, Leder und String. Und was ist dann das Further Reading? Okay. Es gibt also noch mehrere Bücher. Und die anderen muss man rausfinden? Oder wie war das gerade? Hier. Puny Smelting. Smelting Casting. Mighty Smelting. Tinker's Gadgetry. Okay. Fuck. Da bräuchten wir jetzt nochmal Grout für. Das ist Smelting and Casting. Das kennen wir aber schon. Mighty Smelting. Alloying Bafur. The reference book, everything. Oh, okay. Ah, fuck. Natürlich. Okay. Was braucht das letzte? Das braucht dann nur noch Nethergrout. Oh. Okay. Lass uns mal Grout machen gehen. Verdammte Axt, Mann. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz Tools machen. Eigentlich. Aber das ist ja alles nicht so. Ja, noch mal ein bisschen Sand. Sieht keiner. Es fällt keinem auf. Es merkt keiner. Das ist, so langsam wird es schwierig. Dann nochmal Lehm. Und dann das Gravel und Lehm. Babs und Babs. Dann machen wir daraus Grout. Dann brauchen wir ein weiteres Buch oder zwei sogar. Das dritte Buch kann ich noch nicht, weil ich kann noch nicht in den Nether kommen. Was machst du denn hier? Ja, nee, komm, geh weg. Ey. Ey. Die greifen mich an, wieso denn das? Halt stille da. Aua. Schreie. So. Junge, glaubst du ja wohl, oder was? Okay, dann jetzt das zweite Buch machen. Das ist jetzt, und da können wir schon mal einschmelzen, ne? Was ist da so drin? Eisen? Ach, das Blut drin, okay. Kann man, wie es da reinkommen ist. So, den da rein schon mal. Und du bist, du bist aus, okay. Dann, zwei Bücher. Das heißt nochmal zwei davon. So.
Zwei Bücher. Danke. Eins jetzt mit Grout versehen für das Schmelzen. Was kriegen wir da Feines? Das ist nur die, genau, Information zum Slotless Modifier. Was ist das denn? It's Slotless, Overslime. Das sind Sachen, die man draufpacken kann ohne. Okay, Writables, Overslime. Adds Overslime Bar, which is consumed before the durability recharged with Slime Crystals. Okay, extra Durability nochmal. Und das kann man oben draufpacken nochmal. Okay. Okay, es gibt einen Debuff basierend auf dem jeweiligen Slime Crystal. Shiny. Okay. Damit kann man ein Tool zum Leuchten bringen. Cool. Worldbound. Crude Version of Netherite. Requires no slot. Extra Modifiers. Okay. Harmonious. Adds a single upgrade slot. Oh, okay. Damit kann man noch mehr Upgrades machen. Ich verstehe. Damit kann man noch mehr Upgrades machen auf die Waffen. Resurrected. Okay. Und dann writable. Okay, das sind dann nochmal zusätzliche Upgrades, die man machen kann. Introduction, Smelter, Moving Fluids, Upgrades. Tier 2 Materials. Hier haben wir es doch. Was haben wir da? Slimy Wine Chain. Okay. Sturdy. Das ist neu. Früher hatte Iron Magnetic. Well made. Was heißt denn Sturdy? Cool. Hilft mir jetzt irgendwie gar nicht. Die Beschreibung hier ist irgendwie total merkwürdig. Okay. Also Eisentools sind auf jeden Fall schon mal gut. Kopfe hat Dwarven. Okay. Tools mine faster, the deeper you mine. Das ist, klingt interessant. Durability 210, Mining Speed. Was ist das Mining Level? Mining Level Eisen. Okay, hat dasselbe Mining Level wie Eisen selbst. Okay, das ist gut. Und egal, wo du es draufpackst, du hast trotzdem die Dwarven-Fähigkeit. Also vielleicht dann aufs Extra. Okay. Ansonsten Handle, ja, Durability, ja, es ist blöd. Die reduziert, ja. Eisenhandle wäre gut für Sturdy. 250, 210, nicht so prall. Seared Stone. Searing, in hot areas, but less in cold. Okay, also besser im Dings. Auch recht gute Werte. Okay. Bloodbone. Raging. Health is low, mehr Damage. Und hier haben wir Overgrowth und Overslime. Okay, das kommt durch den Dingens. Not friendly towards tools lacking slime, okay. 1,3 Modifier für Slimewood. Okay. Blei. Heavy. Hard to move while wielding, but packs heavy punch. Smiting ist klar. Whitestone. Mindstone protects the tool from. Oh, okay. Was ist denn das? Wie mache ich einen Whitestone? Also, wenn ich Steine abbaue, dann erhöht sich meine. Okay. Die Haltbarkeit. Und hat auch gute Werte. 275, Mining Speed 6. Mining Speed 6, Attack Damage 2. Also Whitestone ist sogar besser als Eisen, oder? 275, ja. Gut, hat weniger Attack Damage, aber dafür Stone Shield. Scorch Stone. 120, das fällt aus. Scorching. Ja, Fire Damage. Kette. Reinforced. Oh. Man kann aus der Kette ein Extra machen und dann hat man Reinforced. Okay.
Okay, dann würde ich fast sagen... Oh, jetzt bin ich natürlich... Okay. Ha. Also der Hammer. Der hat... Was ist denn jetzt extra? Ich weiß es gar nicht. Der hat gar kein Extra, ne? Der Hammer hat kein Extra. Okay. Wie mache ich denn Whitestone? Oh Gott, das ist ja alles so neu hier. Das ist alles komplett neu. Alles komplett neu. So, Whitestone. Zinn? Whitestone ist einfach nur Zinn. Nee. Wait, what now? Ach so. Du machst einen Stotel und gießt dann irgendwas drauf. Zink, Alu oder Zinn. Das ist ja noch besser. Das ist ja noch besser. Okay. Ha. Okay. Oh. Okay. So viele coole Sachen. So viele coole Sachen. Ich muss mir überlegen, was ich da machen will als nächstes. Würde ich sagen, gehen wir nächste Folge mal an, oder? Sorry für den Cliffhanger gerade. Aber das muss ich mir anschauen, auch was dann im ersten Teil ist. Und vor allem, was im letzten Teil noch drin ist. Ja? Achso, warte mal. Da war ja nochmal ein Buch dazu. Das können wir kurz mal reinschauen, was da noch drin ist. Das dritte Buch. Das war... wo ist das gerade? War das jetzt im Bassang oder war das im Tisch? Tank Modifier, Telling Modifier. Okay, das ist nochmal Information zu den Modifiern. Oh, okay. Ah, hier sieht man den ganzen Modifier nochmal. Alles klar, ich verstehe. Aber auch nicht wirklich hilfreich. Cooling Modifier. Ja, ist nicht wirklich... Okay, ich muss nochmal ganz in Ruhe schauen, was hier alles, was es alles gibt. Das ist ja doch ein etwas komplexeres System wieder als vorher. Deshalb muss ich mir nochmal kurz mal belesen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann machen wir da mal einen vernünftigen Hammer, oder? Würde ich auch sagen. Wie üblich, wenn es Video gefallen hat, gerne subscriben oder links rechts links, 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 links,